Hallo Freunde Schraubs, willkommen bei Schrauberbude 44. Wie ihr unschwer erkennen könnt, geht es heute um meinen W22, der mittlerweile leider keinen Stern mehr auf der Motorhaube hat, weil ihn irgendein lustiger Mitbürger als Dekoration für sein Wohnzimmer wahrscheinlich mitgenommen hat. An dieser Stelle viel Spaß mit dem Stern. Dieser wird im Anschluss auch erneuert. Worum es in dem Video heute gehen wird, bei mir hat sich das rechte Luftfederbein verabschiedet. Durch einen Riss im Luftbalg, was auch nach 20 Jahren völlig okay ist. Und dementsprechend werde ich nun beide Luftdämpfer austauschen und in dem Video so zeigen, wie ich das mache. Ich bereite hier erstmal so alles ein bisschen vor und in der Zeit könnt ihr mir gerne den Kanal abonnieren, würde ich mich sehr darüber freuen. Natürlich könnt ihr mir auf Instagram und TikTok folgen, auch unter Schrauberbude44. Und dann würde ich sagen, gleich nach dem Intro geht's los, Freunde. So Freunde, nun habe ich den Wagen auf die Bühne aufgebockt, um die Dämpfer dementsprechend zu entlasten. Und es kam schon ein lautes Zischen aus dem Dämpfer raus, weil der Balg halt gerissen war. So, bevor wir jetzt anfangen, werden wir den Deckel hier abnehmen. Dort ist der Sicherungskasten. Und wir werden uns nun die Sicherung für die Ermatik rausziehen. So, das ist die 40 Ampere Sicherung, damit hier nichts angeht. Genau, die war hier vorne drin. Da war die 40 Ampere Sicherung. Die legen wir uns gut weg mit dem Deckel zusammen. So, nun werden wir anfangen, die Luftfederbeine zu entlüften. Da nehmt euch einen 10er Schlüssel, geht hier oben das Restdruckhalteventil und löst die Verschraubung ganz leicht an, bis es anfängt zu zischen. So, das ist schon ein bisschen zu viel. Nun haben wir die Federbeine hier entlastet, quasi Luft abgelassen. Wir haben hier die Verschraubung gelöst mit dem 10er Schlüssel. Ich habe die jetzt hier abgeklebt, damit dort kein Dreck in die Leitung gerät. Und da dieses Federbein noch intakt ist und ich das wahrscheinlich Reserve lasse, habe ich es auch zugeklebt, damit da kein Dreck reinkommt. Das gleiche haben wir auf der anderen Seite gemacht, wobei hier der Dämpfer ja schon defekt ist und dann brauchen wir den auch nicht zumachen. Der landet sowieso beim Verwerter und hier dementsprechend auch die Leitung zugeklebt, um vor Schmutz und anderen Fremdkörper zu schützen. Später werden wir hier eine 13er Schlüsselweite benutzen, um diese Schrauben zu lösen. Aber das kommt erst später. Ich habe sie schon leicht angelöst, dass es schon so ein bisschen gängig ist. Jetzt werden wir den Wagen anheben, die Reifen demontieren und uns an den Federbalg dran machen. Ich fahre jetzt den Wagen hoch, montiere die Räder ab und dann sehen wir uns gleich wieder. So Freunde, nun haben wir das Rad hier abgeschraubt, demontiert. Nun haben wir uns hier die Montagehilfe dran gemacht, weil wir müssen den Achsschenkel quasi rausdrücken, ohne das Gelenk zu beschädigen. Deswegen benutzt man so einen Ausdrücker, so einen Kugelkopfausdrücker. Kriegt ihr ganz günstig überall. Aber bevor wir irgendwas machen, sollten wir erstmal die Kabel hier lösen. Dazu hole ich jetzt mal einen Schraubendreher. So, ja, die Lampe will nicht so ganz so. Hier vom Dämpferventil, da macht ihr das Kabel hier raus. Da ist so eine Art Schelle. So. Dann könnt ihr hier oben diesen Bügel hier hochdrücken. Dann kriegt ihr die Kabel. Ich würde empfehlen, das hier rauszunehmen. Diesen Halter mit Kabel, dann könnt ihr, habt ihr ein bisschen mehr Platz. Den beiseite legen. Den hier genauso. Dann könnt ihr die Kabel eigentlich so schon rausziehen. Da sind sie schon. Da sind die beiden Kabel. Jetzt besorgen wir uns hier erstmal einen Seitenschneider, um den Kabelbinder hier zu lösen. Das stecken wir hier rein. So. Den schneiden wir uns durch, aber immer vorsichtig, nicht, dass ihr das Kabel mit abschneidet. Das wäre natürlich schlecht. So, jetzt könnt ihr die Kabel hier rausziehen. So, die sind aneinander gesteckt. So, jetzt habt ihr die Kabel getrennt. Und das ist das Kabel vom Dämpfer. So, das legen wir uns hier beiseite. Wie ihr sehen könnt, die Manschette hat sich schon gelöst. Und beim Anheben des Fahrwerks oder des Fahrzeugs hat sich der Dämpfer komplett verabschiedet hier. Und hier oben sitzt der Luftbalg und der ist hier drin irgendwo gerissen. So, wir haben nun alle Kabel raus. Ja, alles entwirrt. Hier schon beiseite legen, kein Dreck reinfällt. Das legen wir uns auch beiseite. So. So. Hier den Kugelkopfabzieher. Also ich habe schon viele gesehen. Leider, natürlich wäre das jetzt schön, wenn das Ding jetzt andersrum wäre. Dann könnten wir unten schön arbeiten.
Ist leider hier nicht der Fall, deswegen müssen wir es von oben jetzt hier machen. Ist aber nicht so tragisch. Viele nehmen hierfür einen Schlagschrauber, das empfehle ich auf keinen Fall, weil er sonst das Gewinde hier zerstört. Schön mit so einer 22er, mit so einem 22er Ringschlüssel so lange ziehen, bis sich der Kugelkopf löst. Die Mutter habe ich hier nur angelöst, ein bisschen runtergedreht, nicht ganz ab, damit nicht alles entgegenfliegt. Und ich würde sagen, wir ziehen erstmal den Kugelkopf ab. So, nun haben wir das Kugelgelenk hier vom Abschenkel rausgedrückt. Jetzt entfernen wir das Teil. Und das halt würde ich immer wieder empfehlen, weil ja, das ist halt sehr gelenkschonend und anders würde ich auch nicht machen. Ich habe schon viele gesehen, die mit dem Hammer draufklopfen, wie wild, aber das ist die Sinn und Zweck der Sache. So, die Lenkung muss jetzt weg. Brauchen wir nicht mehr. Nun können wir den Abschenkel hier abschrauben. Da ist nur die Mutter hier. So, jetzt können wir den Abschenkel komplett abnehmen. So, weg ist er. Den Abschenkel würde ich jetzt hier so ein Stück Draht hier befestigen, damit er nicht ganz weggeht. So. Einfach nur befestigen, damit wir die Handchen brauchen und gut ist. So. Damit die ganzen Leitungen nicht auf Spannung halt sind. So, jetzt hängt das Ding auch fest. So, jetzt können wir uns an die Mahnschrauben ranwagen. Die Mutter, die lege ich uns jetzt mal weg. Das ist selbstsichernde Mutter, die sollte man im Anschluss erneuern. So. Am Dämpfer hier vorne sind Mahnschrauben, sogenannte. Eine 5er Imbusschlüsselweite, einmal hier vorne. Sieht man das bei der Kamera hier? Einmal hier. Hier ist eine Mahnschraube. Ich zeige euch mal so. Einmal hier. Und das gleiche genau gegenüber auf der anderen Seite. So. Bei den Mahnschrauben, da würde ich jetzt aufpassen. Die werden auch nicht allzu fest angezogen. Wenn man Pech hat, muss man die rausbohren. Aber die kommen schon sehr gut. So. Die drehen wir uns raus. Wie gesagt, ist ein 5er Imbusnuss. Ein M10er Gewinde. Das gleiche machen wir auch hier auf der anderen Seite. So. So, ich denke, das müsste schon reichen. So, nun haben wir die Mahnschrauben komplett rausgenommen. Jetzt können wir den Dämpfer einfach hier rausnehmen. So, und raus ist er. Hier ist nur noch das Traggelenk und der Dämpfer hängt jetzt eigentlich nur noch lose an den drei Muttern. So, wir werden jetzt den Wagen etwas herablassen und dann werden wir, ach, die Lampe stört, dann werden wir die drei Muttern oben lösen und dann können wir den Dämpfer so rausnehmen. Also es empfiehlt sich bei der Arbeit, dass unten einer den Dämpfer hält und oben alle drei Muttern löst und dann kann man den Dämpfer eigentlich sehr leicht herausziehen. Ich lasse den Wagen jetzt ab und dann sehen wir uns gleich am Motorraum wieder. Nun werden wir die drei Muttern hier lösen. Das sind 13er Schlüsselweite, M10er Mutter. So. Das gleich machen wir hier. Unten sollte einer den Dämpfer halten, damit er nicht abfällt. Und bei dem Dämpfer ist es jetzt eh egal, der ist auch so kaputt. So, die drei Muttern sind ab. Deswegen muss die Mutter einfach gut beiseite. So, jetzt können wir den Dämpfer rausziehen. So, jetzt muss ich den Dämpfer einfach raus. Und da ist er. Das ist der defekte Dämpfer. Ja. Gut. Ja, das sind nun die alten Dämpfer, die raus sind, beidseitig. Wir werden nun die Einbaustellen jetzt säubern, das Ganze vorbereiten, die neuen Dämpfer auspacken. Wir werden auch gleich den alten und den neuen Dämpfer mal gegenhalten, damit man das sieht.
Das ist unser neuer Dämpfer. So. Natürlich sollen wir jetzt darauf achten, solche Knickstellen, die müssen wir entfernen, weil sonst dort der Faltenbalch reißt, beziehungsweise die Manschette. Hier sollten wir diesen Knick hier erstmal entfernen gleich. Das machen wir gleich. So, jetzt haben wir beide Dämpfer nebeneinander. Alter Dämpfer ist klar, so der neue Dämpfer. Verarbeitungsmäßig würde ich sagen, ist okay. Die Knickstellen neu rausmachen. Und dann ist es eigentlich ganz gut. Macht eigentlich einen guten Eindruck. Restdruckhalteventil ist verbaut, sogar diese Vergussmasse ist drin. Hier ist die Vergussmasse drin, das ist das Restdruckhalteventil mit so einer schönen Verschlussschraube hier. Ja, macht eigentlich einen guten Eindruck. Und das wird sich nachher zeigen, ob er denn letztendlich gut ist. Warum ich mich für einen günstigeren Dämpfer entschieden habe? Ganz einfach, das Fahrzeug ist jetzt 22 Jahre alt und der alte Dämpfer hat auch 22 Jahre lang gehalten. Aber ich denke nicht, dass ich jetzt einen Originaldämpfer einbauen würde oder sollte. Je nachdem, wie sich das verhalten wird. Weil ein Dämpfer kostet im Einkauf 1050 Euro. Und beide Seiten, da liegen wir bei 2100 Euro. Und da muss man sich halt mal fragen, ob das noch Sinn macht. Immer klar, Original ist immer besser. Aber ich denke mal auch, günstige Alternativen sind auch nicht verkehrt. Gut. Wir werden jetzt alles soweit vorbereiten und dann sehen wir uns gleich beim Einbau wieder. Bis gleich. So, nun habe ich den Dämpfer ernannt. Jetzt bauen wir den ein. Ich werde ihn jetzt unten einführen. Und der zweite Kollege, der wird oben die Muttern schon mal vorziehen, damit das Ding nicht runterfällt. So, mach du mal meine Lampe erstmal an. So, da legen wir hin. Am besten von hier. Jetzt mach da oben schon mal die drei Muttern drauf. Noch ein bisschen nur. Gut, jetzt hängt der Dämpfer. Jetzt ziehen wir den Dämpfer auf das Traggelenk hier oben drauf. Das geht auch eigentlich sehr einfach. Das Kabel legen wir uns erstmal hier vorne hin, damit es sich wegknickt. So, biegen wir es so ein bisschen rüber. Und dann die Mutter hier weglegen. Hackschenkel ein bisschen runterziehen. Jetzt haben wir den Dämpfer auf das Traggelenk drauf. So, sitzt auch ganz gut drin. Jetzt werden wir den Achsschenkel wieder montieren. Dazu lösen wir wieder unseren Draht. So. Der zweite Mann ist schon ganz hilfreich. So. Den einfach hier rein. Nehmen wir uns die Mutter wieder drauf. Erstmal hängt alles noch heile geblieben. Sehr schön. So, ich werde die Mutter jetzt hier schon mal anziehen. Da 16er Schlüsselweite. Ja, wir ziehen uns erstmal ordentlich vor. Und wir werden das später mit dem Drehmomentschlüssel, das geeignete Drehmoment da auch anwenden. Das kann man zum Schluss machen. So, jetzt geben wir uns an die Mahnschrauben dran unten. So. Jetzt haben wir den Dämpfer oben eingesetzt, die Mahnschraube ist auch soweit fest, der Achsschenkel ist auch fest. Jetzt ziehen wir uns die Muttern hier ran. Ja. Natürlich auch mit geeignetem Drehmoment und anschließend mit dem Drehmomentschlüssel überprüfen das Ganze. So. Jetzt ziehen wir uns hier ran alles, dass der Dämpfer auch richtig in seiner Position ist. Thank you.
So. Also, jetzt haben wir den Dämpfer drin, soweit befestigt, die Mahnschrauben sind fest. Ich würde empfehlen, bei den Mahnschrauben, so ein bisschen Fett dort rein zu machen, als Korrosionsschutz und später den Innensechskant mit etwas zu verschließen, von mir aus Silikon oder ist egal, ob da kein Dreck in die in den Sechskant reinkommt. So, wir werden nun die Kabel alle anschließen und dann zum Schluss auch die Schläuche wieder anschließen und das System befüllen. Ich habe hier absichtlich keine Star-Diagnose benutzt zum Luft ablassen, weil nicht jeder hat eine Star-Diagnose zur Hand zu Hause. Und aus dem Grund haben wir das jetzt hier über die Ventile gemacht und auch wirklich leicht angelöst, dass die Luft auch langsam entweicht, damit sich kein Kondensat bildet in den Luftsystem. Aber nichtsdestotrotz werden wir am Ende doch die Star-Diagnose anschließen müssen, um das Fahrzeug dann dementsprechend zu kalibrieren. Bei einem Wechsel vom Federbein sollte eine Kalibrierung im Anschluss erfolgen, wäre sinnvoll. Gut, ich werde den Wagen jetzt wieder in Position fahren auf der Bühne und dann werde ich die Kabel dort anschließen. Und würde ich sagen, dann melde ich mich zurück, sobald ich die Luftanschlüsse dort wieder anschraube. So, nun haben wir die Federbeine montiert, alles ist befestigt, alles mit Drehmoment auch nachgezogen. Nun machen wir hier die Luftanschlüsse dran. Da drehen wir mal den Stopfen hier raus. Den haben wir bis zum Schluss drin gelassen, was auch sehr wichtig ist, damit im neuen Dämpfer nicht direkt schon Schmutzpartikel sich da einfinden. So. Das Klebeband weg. So, als erstes gucken wir uns mal den O-Ring an. Der sieht noch gut aus. Den braucht man nicht zu tauschen. Und dann füllen wir das hier so ein. Erst mit der Hand richtig schön rein. So, es ist wichtig, dass die Verschraubung mit Hand vorgedreht wird in das Resthaltedruckventil, damit sichergestellt wird, dass es auch gerade drin ist. Dann nehmen wir uns den 10er Schlüssel, drehen das vorsichtig rein und denkt bitte dran, dort ist ein O-Ring, also nicht allzu festziehen, nicht wie Herkules rumballern. Wie gesagt, der O-Ring, der dichtet ab und wenn man den zu feste anzieht, dann schert der O-Ring ab und dann ist das total undicht und dann ja, kriegt man es nicht mehr dicht. So. Das reicht schon. Das gleiche machen wir auf der anderen Seite. Da machen wir uns auch die verschraubenden Stopfen hier raus. Das Klebeband weg. Den O-Ring kontrollieren wir auch. Der ist noch nicht platt gedrückt, der sieht noch sehr gut aus. Den drehen wir wieder mit Hand rein. Das muss eigentlich leicht gehen. So, jetzt nehmen wir den 10er Schlüssel wieder. Ziehen das so ein bisschen an. Und wie gesagt, ich wiederhole nochmal, dort ist ein O-Ring. Nicht allzu festziehen. Nicht, dass der O-Ring abschert. Das reicht schon. So. Was ist noch zu sagen? Ja, das Fahrzeug habe ich herabgelassen. Wir messen stets immer hier, wir lassen das Fahrzeug so weit ab, dass wir von Radmitte zum Radkastenunterkante ca. 40 cm bzw. 400 mm haben. Das heißt, das ist gerade eben so der Bodenkontakt, damit der Dämpfer nicht ganz eingefedert ist. Wir werden nun den Wagen starten und gucken, wie sich der Kompressor verhält. Und dann werden wir sehen, ob wir da nochmal nachjustieren müssen. Wir werden jetzt die Sicherung wieder reintun, die 40 Ampere Sicherung. Die machen wir wieder ins System rein, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. So, ein bisschen beiseite machen, dann passt das auch schon. So, alles sitzt, alles steckt. So. Wir schalten jetzt den Wagen ein und lassen den Kompressor einmal laufen. Bis gleich. So, nun haben wir den Wagen gestartet. Wie ihr sehen könnt, habe ich schon den Rest vom Stern hier abgemacht. Da kommt gleich der neue rein. Ich habe den Wagen angelassen. Man lässt den Wagen in der Regel so 2 Minuten laufen und dann betreten wir die Ermatik-Taste zum Heben. Guckt ihr mal. So, mal drauf. So. Und jetzt warten, bis der Kompressor anläuft. Und wie
der Wagen hebt. Also erst müssen Sie die Luftbälge mit Luft füllen und jetzt warten wir erstmal. So Freunde, nun sind wir fertig. Die Dämpfer sind eingebaut, die defekten Dämpfer sind raus. Alles ist eingestellt, wir haben alles mit dem Drehmomentschlüssel auch nachgezogen. Der Stern ist mittlerweile auch wieder dran, so wie es sich gehört. Ich habe das Fahrwerk nicht kalibrieren müssen. Ich habe mir die Werte angeguckt, der Star-Diagnose. Die waren alle, also alle identisch mit dem, was vorher war. Das Einzige, was ich machen musste, ist, ich musste die Neigungswinkelwerte ändern, weil die neuen Dämpfer doch schon etwas straffer waren als die alten, 20 Jahre alten Dämpfer, weil die einfach verschlissen sind letztendlich. Ich habe eine Probefahrt gemacht, ist ja schon so ein paar Stunden her und ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Alles ist dicht, Funktion ist da. Es sind tatsächlich auch ADS-Dämpfer. Natürlich wären Originaldämpfer immer die bessere Lösung gewesen oder sind die bessere Lösung. Aber nach 22 Jahren werden sich auch die ganzen Zweitanbieter oder Drittanbieter dementsprechend weiterentwickelt haben. Also ich bin zufrieden, eine gute Alternative. Ich hatte heute tatkräftige Unterstützung von meinem Kollegen Walid und meinem Cousin Ali. Und in diesem Sinne wünsche ich euch alle alles Gute und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.